Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diesen wunderschönen Kinderschal machen. Ihr schaut euch mal diesen wunderbaren Farbverlauf an. Natürlich kann man den auch für Erwachsene machen. Ich sage jetzt einfach Kinderschal, weil er ist jetzt bei uns für ein Kind. Ich habe den jetzt auf Kinderlänge und Breite gemacht, aber die Anleitung ist natürlich erweiterbar, so dass man den dann auch für einen Erwachsenen benutzen kann. Ihr schaut euch mal diesen Farbverlauf. Hier geht einfach mal was dazwischen hoch. Hier hat man mal dazwischen ein bisschen Orange. Ich finde dieses unterbrochene Muster, das finde ich so schön. Hier geht es dann da so lang. Das sieht aus, als wenn die Farben da wirklich lang fließen. Hier das Orange auch. Hier den Faden muss ich noch vernähen. Das stört euch bitte nicht dran. Das mache ich jetzt gleich noch. Ich habe ihn jetzt auf 85 cm Länge gemacht und 16 bis 17 in der Breite. Bei der Wolle schaue ich mal, ob ich die bei Amazon finde, die ich hier benutzt habe. Sollte ich die nicht finden, verlinke ich euch eine ähnliche, dass ihr dann eventuell auch auf so einen schönen, wunderbaren Farbverlauf kommt. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Benutze ich ein Relana-Garn, das ist die Adina. Das ist so ein Farbverlauf. Waschbar bei 40 Grad und für die Nadelstärke 3 bis 4. Wir häkeln das Ganze aber mit der 4,5er. Dann fällt es einfach ein bisschen locker. Ich habe mir die Mitte jetzt schon mal rausgeholt, deswegen sieht es hier auch gerade so ein bisschen haufenmäßig aus. Die Mitte war jetzt so nicht ganz toll zu finden in dem Knäuel. Aber der Farbverlauf, der ist einfach nur der Hammer. Guckt euch den mal an. Wir haben hier wirklich wunderschöne Farben. Und ich bin echt schon gespannt, wie toll das in dem Schal aussieht. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe und häkeln 6 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6. Ich mache den Schal übrigens auf Kindergröße, weil da habe ich noch einige zu machen. Meine Jüngste braucht noch ein paar Schals und auch mein Sohnemann. Die Mädchen sind versorgt. So, wir machen einen Umschlag und stechen jetzt in die dritte Masche von dem Knütchen aus ein. Das heißt hier 1, 2, 3. Einstechen, Faden holen. 3 Schlaufen, Faden holen, wir gehen durch 2. Faden holen, wir gehen durch 2. Das war ein Stäbchen. Und jetzt machen wir noch 2 Stäbchen Richtung Knoten. So. Jetzt machen wir wieder 6 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6. Wie ihr seht, mein Daumen ist gleich bei der 3 hingeschnippt und hält die Masche fest. Wir machen einen Umschlag, stechen in die dritte Masche von dem Fähnchen aus ein. 1, 2, 3. Deswegen habe ich die Masche auch gleich festgehalten. Wir stechen durch, holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen. Holen uns den Faden, gehen durch 2, holen uns den Faden, gehen durch 2. Und jetzt Stäbchen bis runter zu dem Fähnchen. Das heißt, in dieser Luftmasche kommt noch ein Stäbchen. Und in diese Luftmasche kommt noch ein Stäbchen. Jetzt haben wir hier so 2 wunderschöne kleine Mickey-Maus-Ohren. Ein Öhrchen drehen wir um. Wenn wir uns jetzt das Öhrchen, was wir umdrehen, anschauen, haben wir hier das Stäbchen, hier das Stäbchen, hier das Stäbchen und hier haben wir eine Lücke. In diese Lücke stechen wir ein, holen uns den Faden und gehen gleich mit dem durch die Masche durch und schon haben wir beide Mickey Maus Ohren aneinander fest. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen, einen Umschlag und wir häkeln jetzt in diese große Lücke. Häkeln wir jetzt 3 Stäbchen. 1,
zwei, drei. Die Masche ziehe ich noch mal ein bisschen ran, die war mir zu luftig. So, jetzt machen wir wieder sechs Luftmaschen. Drei, vier, fünf, sechs. Ein Umschlag. Wir zählen jetzt die dritte Masche wieder ab. Eins, zwei, drei. Da stichen wir ein, holen uns den Faden, haben drei Schlaufen. Holen uns den Faden, gehen durch zwei. Holen uns den Faden, gehen durch zwei. Und wieder Stäbchen bis hier runter. So, sieht das Ganze so aus. Jetzt haben wir hier eine Treppenstufe, hier ist noch eine Treppenstufe und hier hängt jetzt einmal in der Luft. Wir drehen die Treppenstufen nach oben und jetzt schauen wir uns die oberste Treppenstufe an, also hier diese, die jetzt am nächsten an diesem hängenden ist. Stäbchen, Stäbchen, Lücke. Hier war noch ein Stäbchen, das hatte ich jetzt vergessen mitzuziehen, also Stäbchen, 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 Lücke, in die Lücke einstechen, Faden holen und gleich durch die Masche durch. Drei Luftmaschen, ein Umschlag in die Lücke einstechen, die wir jetzt hier gerade mit einer Kettmasche festgemacht haben und drei Stäbchen rein. Zwei und die drei. So, jetzt haben wir hier unsere nächsten Treppenstufen. Stäbchen, 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 Lücke. In die Lücke einstechen, Faden holen und gleich durch die Masche durch. Drei Luftmaschen, ein Umschlag in die große Lücke, drei Stäbchen. Wenn ich ein bisschen schwer atme in die Kamera, bitte nicht wundern. Ich bin immer noch ganz schön erkältet. Die Nase ist ganz schön zu und die Luft ist relativ knapp. Aber wir drehen trotzdem. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Treppenstufen. Wir machen jetzt 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen einen Umschlag. Ziehen die dritte Masche von unten ab. 2, 3. Gehen durch die dritte Masche durch, holen uns den Faden und machen ein Stäbchen. Und jetzt Stäbchen Richtung runter Treppenstufen. So. Wir drehen die Treppe wieder nach oben, stechen wieder in die Lücke ein, machen eine Kettmasche mit unserer Masche und haben die neue Stufe festgemacht. Drei Luftmaschen, ein Umschlag durch die große Lücke einstechen und Stäbchen 1, Stäbchen 2, Stäbchen 3. Wieder mit einer Kettmasche in der großen Lücke festgemacht. Drei Luftmaschen und drei Stäbchen. 1, 2, 3, einmal festmachen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So, und wie ihr seht, jetzt haben wir hier schon 4 Treppenstufen. 1, 2, 3, 4. So, und so geht das jetzt weiter, bis wir die Breite unseres Schals haben. Hier fangen wir jetzt wieder an mit 6 Luftmaschen, 10 von hier unten die dritte ab, machen da ein Stäbchen rein, dann in die zweite von unten ein Stäbchen und in die erste von unten ein Stäbchen. Wir drehen die ganze Treppe dann nach oben, machen dann die Stäbchen, das wäre dann so, in diese große Lücke mit einer Kettmasche fest. Drei Luftmaschen, drei Stäbchen in die große Lücke, Kettmasche in diese große Lücke, drei
Luftmaschen, 3 Stäbchen in die große Lücke, Kettmasche in diese Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, Kettmasche in diese Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und dann wieder 6 Luftmaschen. So, und das so lange weiter, bis wir die Breite erreicht haben, die wir haben wollen. Ich mache meins jetzt mal schnell in die Breite und wir sehen uns dann gleich wieder. So, mein Schal habe ich jetzt auf Breite gemacht. Wie ihr seht, das ist jetzt einmal in die Richtung die Länge, einmal in die Richtung die Länge. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 einzelne Treppenstufen. Und jetzt muss der ganze Schal aber noch ein bisschen in die Höhe. So, hier kämen jetzt normalerweise die 6 Luftmaschen und dann die 3 Stäbchen und so weiter und so fort. Das machen wir diesmal nicht. Wir machen eine Luftmasche, wenden die ganze Treppe, häkeln uns jetzt mit Kettmaschen hier an dieser Stufe entlang. Hier einfach mit Kettmaschen. Und auch in die große Lücke noch eine Kettmasche. Und jetzt sind wir vorne. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. Ein Umschlag. Stechen gleich wieder in die große Lücke ein. Machen da rein unsere 3 Stäbchen. Machen jetzt diese neue Treppenstufe an dieser großen Lücke wieder mit einer Kettmasche fest. 3 Luftmaschen und jetzt 3 Stäbchen in die große Lücke rein. So, in der nächsten großen Lücke wieder mit einer Kettmasche festmachen. 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Treppenstufe angekommen, unsere Kettmasche zum Festmachen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, sechs Luftmaschen, 4, 5, 6, ein Umschlag, 1, 2, dritte Luftmasche abziehen, einstechen, ein Stäbchen, jetzt Richtung Treppe, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Na, Stäbchen. Wir drehen und wieder mit Kettmasche festmachen. Drei Luftmaschen. 3 Stäbchen, 3 Kettmasche festmachen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 3 Stäbchen. Jetzt geht das wieder in Treppenform runter. So, und unten wieder angekommen, sieht das Ganze jetzt bei uns so aus. Hier ist die eine Stufe, hier haben wir jetzt die letzte Stufe gemacht. Wir machen das jetzt hier in die nächste große Lücke. Wenn wir uns jetzt mal hier das gerade anschauen. Hier haben wir uns nach vorne gehäkelt. Hier ist die Treppenstufe, mit der wir auf die andere Seite gegangen sind. Und da haben wir hier oben auch so eine große Lücke drin. Die stechen wir ein und machen unsere neue Stufe mit einer Kettmasche fest. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und gehen wieder mit Kettmaschen an dieser Treppenstufe entlang.
Man sieht es hier sehr schön, dass die neue Treppenstufe jetzt die orange ist. An dieser grünen haben wir angefangen, uns nach oben zu häkeln. Hier, das war diese grüne Stufe, war das. Mit der Treppe sind wir auf die andere Seite gegangen und von da aus jetzt die orange frisch festgemacht, frisch neu dran gehäkelt. Wird einfach mit Kettmaschen sich nach vorne gearbeitet. Dann wieder drei Luftmaschen gleich zum Fixieren für die nächste Treppenstufe. Und drei Stäbchen in die große Lücke. Und diese dann in der nächsten großen Lücke festgemacht. Und wie ihr seht, hier bildet sich jetzt schon eine wunderschöne gerade Kante, die sich nach oben zieht. Und hier wächst der Schal jetzt noch schön in die Länge. Also wenn man jetzt nur das Stückchen sieht, haben wir hier schon wunderbar die Schalform. Jetzt müssen wir hier so weitermachen. Hier häkeln wir uns jetzt ganz normal hoch, wie wir es kennen. Hier oben kommen dann 6 Luftmaschen, 3 Stäbchen ab der dritten Luftmasche, das Ganze wenden, wieder ganz normal runter häkeln, die letzte Treppe in der großen Luftmasche festgemacht, also in dieser großen Lücke, die wir hier gehäkelt haben. Wir kommen dann hier auf der Höhe raus, die machen wir dann in dieser großen Lücke fest. Eine Luftmasche zum Wenden. Wir drehen das Ganze mit Kettmaschen nach vorne. 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und dann geht es wieder in die Richtung. Und so geht das Ganze jetzt weiter, bis wir die Länge erreicht haben, die wir haben wollen. Messt aber die Länge an dieser Seite, weil ihr seht ja, die Seite hängt immer einiges hinterher als diese. Deswegen messt die Länge an dieser Seite. Und wenn wir die Länge haben, sehen wir uns dann gleich wieder und dann zeige ich euch, wie man daraus einen wunderschönen Schal macht. Ich bin jetzt auf einer Länge von 72 cm und wir schauen uns den Farbverlauf jetzt mal ganz schnell an. Wie ihr seht, durch dieses C2C ist das jetzt alles so wunderschön in schräg gehalten. Ich ziehe es hier einfach mal so durch. So. Und jetzt wollen wir das Ganze schließen. Wie ihr seht, ich bin noch mitten in den Treppenstufen. Ich mache jetzt mal schnell die letzte mit euch zusammen. Ja, ihr habt richtig gehört, das hier ist jetzt schon die letzte, obwohl hier noch eine Treppenstufe ist. Aber wir wollen ja jetzt den Schal abschließen. So, die machen wir wieder mit einer Kettmasche in die große Lücke fest. Eine Luftmasche, wir drehen den Schal und jetzt arbeiten wir uns an dieser Stufe mit Kettmaschen nach vorn. Drei Luftmaschen, 3 Stäbchen in die große Lücke. Und jetzt machen wir das im Prinzip genauso, wie wir das die ganze Zeit auf dieser Seite gemacht haben. Ich mache mal schnell die Reihe mit euch zusammen, dann zeige ich es euch, was ich meine. So, jetzt habe ich hier die Seite einfach gemacht, ohne euch zu zeigen. Weil jetzt waren wir hier unten angekommen. Da habe ich dann einfach wieder die Stufe festgemacht, mich mit Kettmaschen nach vorne gearbeitet. Hier, wir machen mal schnell die Kettmaschen auf. So. Hier, wenn man einfach durchschickelt, gell?
So, die Stufe machen wir mit einer Kettmasche fest. Eine Wendeluftmasche. Und jetzt mit Kettmaschen an der Stufe nach vorn. Ihr seht, ich mache da immer drei Stück rein. Dann drei Luftmaschen und wieder drei Stäbchen in die große Lücke. Jetzt wieder das Ganze zurück. Und bevor einer fragt, nein, ich habe keine Angst, dass ich die Maus damit erdrosseln sollte, wenn sie mal irgendwie ausrutscht und der Schal hängen bleibt. Weil ganz einfach aus dem Grund, ich zeig's euch mal, wenn man den Schal jetzt so hat, guckt mal, wie flexibel der ist. Der gibt richtig gut nochmal nach hier. Und ich brauche da wirklich nicht viel Zug. Da schaut mal, wie der wächst. Von so auf so. Und das war jetzt ganz wenig Zug. Meine Tochter ist jetzt gut 11 Kilo schwer. Und wenn die sich in den Schal reinhängen sollte, weil der Schal irgendwo hängen bleibt und sie mit dem Kopf nur noch drin hängt oder so, entsteht da so eine Riesenlücke, dass sie mit dem Kopf wirklich rausrutschen kann. Deswegen habe ich da auch keine Angst, dass es sich erdrosseln sollte. Es gibt wirklich sehr, sehr schön nach. Bei einem richtig festen, gekauften wüsste ich jetzt nicht, ob ich da so entspannt wäre. Ich glaube, da hätte sie noch keinen. Aber bei so einem lockeren Muster, wo ich genau weiß, das gibt nach im Notfall, habe ich damit überhaupt kein Problem. Genauso bei meinem Sohnemann mit seinen 3 Jahren, da nehme ich auch nur Muster, die wunderbar nachgeben im Notfall, falls da irgendwas sein sollte. Dass bei ihm das Gleiche ist, dass er dann einfach rausrutschen kann. So, letzte Stufe. Die machen wir wieder mit einer Kettmasche an der Stufe fest. Eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze und gehen mit Kettmaschen nach vorne. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Und ihr seht dann schon, hier geht es jetzt in die Richtung nach vorne. Hier wächst es weiter in die Länge. Damit wird das dann wunderschön eckig. Und wir haben jetzt von Mal zu Mal hier weniger Treppenstufen. Ich meine, wir brauchen jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn wir hier das dann wieder zurückhegen, brauchen wir dann hier nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil wir schließen ja, hier wächst das ja immer um eine Treppenstufe, so müsst ihr das ja sehen. Auf der Seite wächst es jetzt nach oben, hier gehen wir jetzt nur noch rüber. Und damit brauchen wir von dieser Seite aus immer eine Treppenstufe weniger. Und so kommen wir jetzt zu einem wunderschönen eckigen Schal. So, ich mache den Schal jetzt mal zu, das heißt, ich hege meine Treppenstufen ab, bis wir dann hier oben die letzte Ecke erreicht haben und dann schauen wir uns die nochmal zusammen. So, meine Lieben, die Ecke ist fertig, der Schal ist jetzt geschlossen, der Faden ist schon vernäht, ich muss nur noch hier den Faden vom Anfang vernähen, das ist noch dieses kleine Zippelchen, das muss ich noch dann wegmachen. Und jetzt schauen wir uns den Schal mal an, also ich finde diesen Farbverlauf, ich finde ihn wirklich wunderschön.
Hier war unsere Häkelseite, also sprich hier haben wir dann geschlossen und wie ihr seht, das ist auch wirklich wunderbar gerade geworden. So, jetzt könnte man noch ein paar Fransen auf diesen Schal anbringen oder man rafft es hier zusammen und macht dann unten eine Bommel dran oder man lässt es einfach so gerade. Ich denke mal, ich werde diesen Schal wirklich so gerade lassen, weil mir gefällt der Farbverlauf so schön oder so gut, dass ich denke, so Fransen oder so würden das wieder kaputt machen. Den kriegt die Maus so um. So, der Schal hat jetzt eine Breite von 16,2 cm und eine Gesamtlänge von, von gut 85 cm. Ich habe nämlich dann doch nochmal zwei Reihen dran gemacht, das heißt das Schließen, was ich euch gezeigt hatte, hatte ich nochmal aufgelöst und habe nochmal zwei von diesen Treppenstufen dran gebaut und habe es dann nochmal geschlossen. So ist er einfach nochmal ein kleines bisschen länger und ich hatte auch noch so viel Wolle übrig. Jetzt mit der Wolle schaffe ich keine Reihe Treppenstufen mehr. Da finde ich es jetzt nicht so tragisch, dass das jetzt übrig bleibt bei dem anderen. Da wäre mir einfach zu viel übrig geblieben und das, ich will nichts verschwenden. Die Wolle ist so schön, der Farbverlauf ist so toll und da wollte ich einfach wirklich nichts verschwenden. So, meine Lieben, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.